Wir kommen zum Biathlon, liebe Zuschauer. Da macht der Weltcup gerade Pause, aber es fiebert ja ohnehin schon alles der WM Anfang März in Oslo entgegen. Und da sind die Hoffnungen auf den deutschen Athleten natürlich ganz besonders groß. Und hier sind zwei der Besten. Herzlich willkommen, Erik Lesser und Simon Schemp. Hallo Simon. Herzlich willkommen, Erik. So, setzt euch. Simon in die Mitte. Erik rutscht nach außen. Ja. Das ist mal was völlig Neues, so eine Weltcup-Pause am Wochenende. Ne? Miriam Götzner hat gesagt, es wird auch Zeit, alle sind müde. Endlich mal ein paar Tage ohne Wettkämpfe. Geht es Ihnen auch so? Ich habe ja die ersten zwei Wochen fast verpasst im Januar. Deshalb hätte ich mich gefreut, wenn dieses Wochenende auch wieder Wettkämpfe gewesen wären. Aber wir brauchen ja oder müssen nicht allzu lange warten, denn nächste Woche geht es wieder los. Da hat ihn der Infekt ausgebremst. Wie geht's Ihnen, Erik? Bis jetzt fit, bis jetzt noch nicht erkältet oder irgendwie infektiös. Ich bin fit für morgen, für den Abflug. Morgen geht der Flieger nach Kanada. Nach 5 Jahren gibt es erstmals wieder ein Biathlon in Übersee. Es geht los in Canmore in Kanada. Da waren Sie als Junioren schon sehr erfolgreich. Gold mit der Staffel 2009. Freuen Sie sich? Ja, also Canmore ist ein sehr, sehr schöner Fleck. Wir waren beide 2009 zusammen dort bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Und es hat uns sehr gefallen und ist auch mal wieder schön, wenn man dort dann wieder zu Wettkämpfe kommt. Eriks Augen blitzen auch, also das ist schon schöne Strecke? Ja, auf alle Fälle, weil natürlich gelegen, also man hat da nicht irgendwie versucht, künstlich irgendwelche Anstiege zu kreieren, sondern man hat einfach damals entschieden, da kommt ein Schießstand hin und hat die Strecke dann an dem Berg so rangelegt, sehr natürlich, ein bisschen durch den Wald, was man mittlerweile auch sehr selten hat. Bevor wir weiterreden, wird uns Anja Fröhlich jetzt einmal zwei Biathleten zeigen, die schon Großes geschafft haben, die aber beide auch noch Großes vorhaben. Erik Lesser, zweimal Silber bei Olympia und Doppelweltmeister. Simon Schemp mit der Staffel Silber bei Olympia und Weltmeister 2015. Lesser, der Mann der Großereignisse. Völlig überraschend erfüllt er sich in Sochi einen Kindheitstraum. Silber im Einzel und Silber mit der Staffel gemeinsam mit Simon Schemp. In Kontiolahti bei der WM erneut so ein Lesser-Moment. Verfolgungsweltmeister. Gekrönt wurde das Ganze mit dem Triumph im Quartett. Schlussläufer Simon Schemp feiert dabei seinen größten Erfolg. Nach 11 Jahren Durststrecke, die deutschen Herren, Staffelweltmeister. Die Charaktere der beiden 27-Jährigen verschieden. Erik Lesser, ein nüchterner Realist. Läuferisch kein Ausnahmetalent. Er weiß, aus eigener Kraft schafft er es nicht nach ganz vorne. Er ist auf die Fehler der anderen angewiesen. Simon Schemp hingegen, einer mit Champion-Qualitäten. Am Schießstand nervenstark. Auf der Strecke mit Laufbestzeit unterwegs. Der Saisonverlauf ebenfalls unterschiedlich. Erik Lesser mit Startschwierigkeiten. Vor Weihnachten keine Top-10-Platzierung im Weltcup. Der Durchbruch dann nach Lesser-Manier beim Weltcup in Ruhpolding Mitte Januar. Der Sieg im Massenstart. So sehen Sieger aus. Simon Schemp mit einem Blitzstart in die Saison. Platz 2 gleich zu Beginn beim Einzel in Östersund. Nur sein Vorbild, der Norweger Ole Einar Bjørndalen, war besser. 4 Siege in diesem Winter, insgesamt 7 Podestplätze. Eine Einzelmedaille bei der WM in Oslo, für Schemp das große Ziel. Gemeinsam wollen sie viel Spaß haben. Ja, 4 Siege schon für Simon in Einzelrennen in dieser Saison, dann ausgebremst zwischenzeitlich, leider krank gewesen, aber in Antholz ehrenstark zurückgemeldet. Platz 2 in der Verfolgung, Sieg im Sprint, wie übrigens ja auch in den beiden Jahren zuvor. Und 3 Siege in aufeinanderfolgenden Jahren in derselben Disziplin, es hat vor Ihnen noch nie ein Athlet geschafft. Was macht Antholz so besonders?
Ja, Antholz liegt mir irgendwie. Ja, die letzten 3 Jahre verliefen dort an dem Ort einfach super für mich. Komme, glaube ich, mit der Höhe sehr, sehr gut zurecht. Da haben ab und an manche einfach Schwierigkeiten, aber mir macht es eigentlich nicht viel aus. Natürlich merke ich es auch, dass ich mehr schnaufen muss, wie jetzt, sage ich mal, im Flachland. Aber da tun sich einige andere wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Mir gefällt der Ort, es sind unheimlich viele deutsche Fans dort. Ist eigentlich auch schon fast ein Heimweltcup. Die Strecken liegen mir und ich fahre eigentlich immer sehr, sehr gerne dorthin. Für Erik war Ruhpolding der Knaller. Und ich weiß, dass Ihnen das Thema WM-Normen wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, aber dennoch müssen wir ja danach immer fragen. Noch. Also immer noch. Okay, also ich erzähle die Geschichte andersrum. Der Einstieg in die Weltcup-Saison war jetzt nicht so optimal. Platzierungen immer im zweistelligen Bereich. Und dann hieß es, Top 15 muss schon sein für die WM in Oslo. Und dann gewinnen Sie das Ding. Und man sitzt vor dem Fernseher und denkt sich, boah, hat der Mann Nerven. Das war bei mir im Kopf ja gar nicht so das Thema, dass ich irgendwie diese WM-Normen unbedingt schaffen muss. Denn wichtig ist für mich, dass ich gute Ergebnisse erbringe, für mich selber auch den Nachweis zeige, dass ich es auch für mich selber wert bin, zur WM zu fahren, zu den 5 besten deutschen Athleten. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, wenn ich bis dahin keine Top-Platzierung erreiche, dann habe ich das eben in dieser Saison einfach nicht drauf, dann brauche ich da nicht zur WM zu fahren. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, dass es auf einmal so, dass der Knoten geplatzt ist? Ich habe also in den Analysen mit meinen Trainern, da waren wir uns schon sehr sicher, dass das funktionieren kann. Läuferisch hatte ich da hier und da ein bisschen Pech gehabt, habe mich auch oftmals über meinen Techniker hinweggesetzt und habe gesagt, ich hätte gerne den anderen Ski, den du eigentlich nicht willst. Bin dafür oftmals hart bestraft worden unterwegs. Und dann fehlt dann auch das Glück am Schießstand einfach und dann kommen die Ergebnisse relativ schnell und wo dann das Ergebnis einfach nicht passt, aber so die Einzeldisziplinen vielleicht doch nicht so schlecht waren. In der Nachbetrachtung, dann in der Kabine war das immer nicht so schlimm wie das Ergebnis. Und in Ruhpolding hat einfach alles gepasst. Wenn man Sie beide jetzt mal vergleichen möchte, dann kann man feststellen, der eine, Simon, der Beständigere, 7 Podestplätze in diesem Jahr. Der andere aber immer da, wenn es drauf ankommt, Erik, Doppelweltmeister mit Silber bei Olympia in Sochi. Was hätten Sie gerne jeweils vom anderen? Simon, was hätten Sie gern vom Erik? Dass ich dann bei der WM auch mal da wäre. In einer Einzeldisziplin. Also, Titel in der Einzeldisziplin. Erik, was hätten Sie gerne vom Simon? Ich würde gerne mal die Pumpe haben von dem Champ. Die Pumpe? Nein, also wir trainieren ja auch ein paar Wochen mal im Jahr gemeinsam und es ist einfach unglaublich, was Simon für ein Trainingspensum fahren kann, was er auch für eine Geschwindigkeit an den Tag legt, wo ich schon absolut wirklich an meine Grenzen komme. Das zeigt sich natürlich dann auch in den Laufleistungen im Winter, aber ich würde gerne mal eine Saison mit seiner Pumpe durchlaufen wollen. Ja, das Immunsystem wollen Sie vermutlich nicht haben, weil da gibt es hin und wieder mal Probleme. Simon, ist das einfach eine Typfrage? Haben Sie eine Erklärung dafür? War das als Kind auch schon so? Eigentlich eher überhaupt nicht. Also als Kind war ich fast nie erkältet. Aber man muss halt auch dazu sagen, der Wettkampfkalender, die Wettkämpfe sind so eng gefächert, dass ist natürlich auch körperlich zehrt und darunter leidet natürlich auch ein Immunsystem. Es fährt einfach auch in den Keller durch eine Anhäufung von Wettkämpfen und dann kann es halt einfach sein, dass man durch Kleinigkeiten einfach mal auch was aufschnappt. Man versucht immer sehr professionell dann auch sein Immunsystem zu schützen, auch wie gesagt, dass man sich komplett umzieht gleich nach dem Wettkampf, dass man größere Menschenmengen vermeidet und sich immer beim Händeschütteln im Winter auch vermeiden tut oder zumindest immer Handschuhe anhat, wenn man zu Siegerehrungen geht und so weiter. Also da versucht man einfach sehr professionell damit umzugehen, aber man ist halt einfach auch nicht gefeit davon. Ja, es ist schade, wenn es um den Gesamtweltcup geht. Wenn wir mal draufschauen, da fehlen einfach wichtige Punkte. Führt Martin Fourcade aktuell mit 711 Punkten, Sie auf Platz 5, Erik auf Platz 22. Naja, das wird ja noch. Ist Martin Fourcade der Gesamtweltcup noch zu nehmen? Nee. Hätten also, Sie wenn er jetzt nicht mehr 2-3 Wochen am Stück erkältet ist, dann ist die Sache durch. Oder andersrum gefragt, hätten Sie ohne Ihren krankheitsbedingten Ausfall in Ruhpolding noch ein Wörtchen mitreden können?
ja, hätte, wenn und aber, es zählt einfach nicht. Dann auch wurscht. Ist vorbei. Ja. Erik ist ja immer da, wenn es um die großen Titel geht. Das haben wir gerade eben schon angesprochen. Der Simon hätte gerne auch mal einen. Dabei sind Sie läuferisch nicht so stark. Lassen Sie mich das einfach mal so sagen. Denn ist ja Sie, nur ehrlich. Ist ja okay. Sehe ich auch das, so. Ich traue mich das ja auch nur, weil Sie selber sagen, Sie sagen selber von sich, Sie sind nicht bei 100%. Bei wie viel Prozent sind Sie ungefähr? Ja, wir haben ja die Laufleistungen, werden von uns immer analysiert. Dann bin ich bei an guten Tag mal bei 1,8% Laufrückstand. Und dann an schlechten Tagen kann es auch mal ganz schnell bei 6% liegen. Und dann, also, wie kann man das jetzt anders ausdrücken? In einem Sprint kriege ich meistens so 30 Sekunden. Das ist eine Strafrunde und ein bisschen mehr. Ja. Und was fehlt dazu, diese 100% Laufleistung irgendwann abrufen zu können? Kann man das vielleicht trainieren? Vielleicht habe ich die auch gar nicht. Sie sind, nee, es, doch, jeder nein, Mensch, das ist, ich jeder glaub, Mensch ist, wenn er bei seinem Optimum angekommen ist, ist er bei 100%. Die haben Sie auch. Also jetzt die letzten 2 Wochen waren ja nicht so verkehrt. In Ruhpolding habe ich auch mal das Laufen zumindest mitgestalten können. Antholz habe ich mich auch ziemlich gut gefühlt. In der Staffel konnte ich auch Akzente setzen. Vielleicht waren das ja meine 100%, aber meine 100% reichen vielleicht nicht zu den nochmal 100% von Foucault dran oder an Simon. Oder von Simon. Wir haben Ihre Nervenstärke aber schon angesprochen, da sind Sie ja beide wirklich richtig, richtig gut und auch für beide wichtig. Beim Schießen vor allem, wie trainiert man das? Wie trainiert man Nervenstärke? Wie trainiert man Konzentration? Oder ist das gegeben? Ein bisschen, glaube ich, ist auch gegeben, aber viel hängt auch von Erfahrungen in solchen Situationen, speziell am Schießstand dann auch ab, wenn man einfach schon öfter das erlebt hat, dass man zu zweit, zu dritt, zu viert beim letzten Schießen dann auch steht und 20.000 Zuschauer einem im Rücken hängen. Da entwickelt man sich, glaube ich, von Situation zu Situation immer weiter. Wir können mal das Gewehr aus der Nähe anschauen. Eins haben Sie mitgebracht, das ist, glaube ich, von Erik, was wir hier gerade sehen. Wir haben übrigens sehr viele Erklärvideos, ganz toll gemacht, unter zdfsport.de zusammengetragen. Schauen Sie da ruhig mal rein als Biathlon-Fan, das ist hochinteressant. Und es sieht immer so einfach aus, wenn Sie mit diesem Gewehr auf die Scheiben schießen. Aber wir haben mal ausgerechnet, bei optimalen Bedingungen, wenn Sie nur 1 Grad von der Ideallinie abweichen, 1 Grad, das ist eine Winzigkeit. Wie viel Zentimeter Abweichung bedeutet das im Ziel? Wissen Sie das? Zu viel. Das sind 87 Zentimeter. Ja. Das ist so viel? Man muss ja sich nur den Strahlensatz mal vor Augen führen. So, wie weit darf denn der Lauf sich vorne wirklich millimetertechnisch bewegen? Ja, und dabei hat man den Eindruck... Das ist ja 1 Grad, ich weiß nicht, wie viele Millimeter das sind. Wenn man hat den Eindruck, wenn man sie sieht, wenn sie sich konzentrieren, es bewegt sich doch irgendwie ein bisschen immer dieser Lauf. Und dann den Moment zu finden, an dem ich abdrücke. Ja, da kommt natürlich auch die Atmung dazu, dann kommt das Repetieren dazu, da bewegt man seinen Lauf natürlich schon enorm, aber kurz bevor der Schussabgabe muss man dann halt einfach total still sein. Still sein? Atem anhalten? Oder atmen Sie weiter? Anhalten. Atmen, also in den Atem reinzuschießen. Fünf Schuss und nicht einmal atmen? Nee, nach jedem Schuss. Also einmal Luft holen. Laut Lehrbuch damals waren es so 2-mal atmen und mittlerweile ist ein Atemzug. Also bei mir ist es ausatmen, einatmen und dann Schuss. Wie viel trainieren Sie das im Vergleich zum Ausdauertraining? Schießen, Ausdauer? So Pi mal Daumen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das ist schwer zu sagen. Manchmal fast jeden Tag in der Woche, manchmal drei Tage die Woche, ist immer auch typabhängig. Der eine kommt mit ein bisschen weniger Schießtraining hin, aber dann ist man natürlich auch vom Kopf her frischer. Zu viel Schießtraining macht den Kopf müde und geht vielleicht der Schuss dann auch nach hinten los. Aber grundsätzlich muss ich ganz kurz sagen, im Mai haben wir von Montag bis Freitag 4 Einheiten, wo wir uns 1 Stunde mit der Waffe beschäftigen. Da geben wir 100 Schuss ungefähr ab in Ruhe. Und dann wird diese Stunde eigentlich kontinuierlich weniger, wenn man dann anfängt, unter Belastung zu schießen. Dann hat man kurz das Anschießen mit Ruhe. Und dann läuft man seine 3-Kilometer-Runde. Und dann hat man die kurze Belastungsschießen von 30 Sekunden ungefähr. Und dann ist die Zeit, die man eigentlich dafür aufwendet, relativ gering. Aber die muss dann eben von der Konzentration qualitativ hochwertig sein.
Ein guter Biathlet wird im Sommer gemacht. Da legen Sie mit dem Training die Grundlage für eine erfolgreiche Saison. Aber trotzdem besteht Ihr Leben nicht nur aus Biathlon. Der Simon zum Beispiel ist ein begeisterter Golfer. Wir haben hier hochinteressante Bilder. Aus zu viel Zeit. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also Sie treten hier im Augenblick das Grün ein bisschen flach. Nein, der Ball liegt da schon. Er muss nur ausholen können gleich. Und wir sehen einen 1A-Schwung. Achtung, Simon Schemp holt aus. Rücken gerade. Und Sie sehen aber gleich an seiner Reaktion, an seinem Gesicht, dass er nicht so begeistert ist von dem, was er da tut. Ui. Aber viele Biathleten sind gute Golfer. Da war das eigentlich nicht so wahnsinnig viele. Ich bin kein guter Golfer, nur muss dazu sagen, in Ruhpolding gibt es natürlich einen Golfplatz und bin ich Mitglied, aber spiele vielleicht 3-4 Mal im Jahr, aber mache natürlich gern so Charity-Golfturniere mit, wo es einfach um einen guten Zweck geht. Ich schäme mich zwar dann auch immer, wenn ich 18 rumgehe, weil die meisten einfach wesentlich besser sind, aber mir fehlt da einfach auch die Zeit dazu, dass ich das trainiere und da auch einfach mich ein bisschen widme, aber ja, es macht manchmal Spaß, aber manchmal verzweifelt man einfach. Erik ist ein begeisterter Fußballfan, Erzgebirge Aue, das ist sein Verein und sonst überhaupt keiner. Daher auch immer dieser Bergmannsgruß übrigens, den wir sehen im Ziel. Und Sie sind auch Ehrenmitglied. Auch hier haben wir ein kleines Foto mit dem, also erstmal der Bergmannsgruß hier, die Arme über Kreuz. Das geht in Richtung Erzgebirge Aue, falls Sie sich schon mal gefragt haben, was er da macht. Also Ehrenmitglied auch in dem Verein. Und die haben heute gegen die zweite Mannschaft übrigens des VfB Stuttgart gespielt. Das wissen Sie wahrscheinlich längst. Aue hat gewonnen mit 1:0. Simon musste sich das auch schon anhören durch einen Foul-Elfmeter von Mario Kvesic in der 54. Gewonnen Minute. Gewonnen. Ich sage ja nur, es gehört aber zur Aue Zweiter jetzt in der dritten Liga übrigens. Und das Allerwichtigste ist, wir haben einen Gruß für Sie, Erik, von der Mannschaft und vom Präsidenten Helge Leonhardt. Lieber Erik, erst einmal möchte ich dir sagen im Namen der Mannschaft, im Namen des Vereins, dass wir stolz auf dich sind, auf die letzten erreichten Leistungen. Wir wünschen dir für die nächsten Tage und für die nächsten Wochen alles erdenklich Gute, viel Erfolg, treff immer ins Schwarze und lauf dann immer vorne weg. Ein herzliches Glück auf aus dem Erzgebirge. Ja, vielen Dank dafür, dass das organisiert wurde. Aber dem Skimaterial muss ich natürlich noch ein bisschen nachhelfen. Also wenn da Bedarf besteht an Skimaterial. Ja, die haben sich extra welche besorgt. Das war doch rührend. Über Twitter kamen viele Fragen, unter anderem folgende. Welche Sportart gefällt euch im Fernsehen, wenn ihr nichts zu tun habt? Und ich möchte diese Frage gleich ein wenig präzisieren. Haben Sie heute Morgen Tennis geguckt? Oder gestern Handball? Ja, gestern Handball habe ich angeschaut. Tennis heute nicht, weil ich selber im Training war. Ich bin dann zurückgekommen und hab's dann aber auch gleich auf Twitter dann gelesen. Und Erik, was gesehen vom Tennis? Tennis habe ich in der ARD. Ist in Ordnung. Habe ich das Spiel gesehen und gestern Abend natürlich auch Handball und auch die Spiele davor, auch in Antholz, haben wir uns mal regelrecht getroffen zum Gucken. Gerade so hoch, so große Ereignisse guckt man dann doch immer ganz gerne und Fieber dann. Da sind Sie auch Sportfan, ganz einfach. Ja, irgendwie ohne Sport kommt man auch in der Freizeit nicht so richtig aus. Ja, klar. Angelique Kerber übrigens muss ja noch eine Wette einlösen. Sie springt ja noch in den Fluss in Melbourne. Das macht sie im Augenblick. Und wir haben die Bilder dann am Ende der Sendung. Das zeigen wir Ihnen dann noch. Ihnen werden wir auf jeden Fall erst einmal folgen in Canmore in Kanada. Das ZDF überträgt live am Donnerstag, 4.2. ab 19.10 Uhr den 10-Kilometer-Sprint der Herren. Dankeschön, Erik Lesser und Simon Schemp. Und bis gleich an der Torwand.